Auf jeden Fall, das Abo von Chaos funktioniert nun. Ah, das ist super. Das hat doch lange gedauert. Ja, ja. Okay. Super. So, also sollen wir den falschen Imperator mal angehen? Ist Chaos Stream. Ich entscheide mich nicht. Das muss okay. Komm, Mann. Okay. Ne, wir entscheiden das in der Gruppe. Okay. Mehrheit und so weiter. Na gut, wir warten dann nur noch darauf, dass du aufnimmst und dann passt das. Das läuft eigentlich schon. Schneid's dann immer wieder zurecht, weil dann vergesse ich's nicht. Na, wir sind so. Auf jeden Fall wieder zurück mit Let's Play Star Wars The Old Republic. In diesem wunderschönen Casino zusammen mit den zwei hübschen Mädels. Keanuina? Ach nee, ich heiße nicht Ruffy, warte, ich heiße, warte, verdammt, wie heißt er nochmal? Kanora, ja! Ich hab jetzt eigentlich erwartet, dass du sowas wie Rafina sagst oder so. Das hätte ich jetzt auch erwartet. Und heute gehen wir wieder mal eine Flashpoint an. Mit dem schönen Titel. Der falsche Imperator. Und die Beschreibung dazu, ich verlese sie mal eben. Darth Malgus hat sich selbst zum Herrscher über ein neues, offeneres Imperium ernannt, welches das alte, schwache Imperium reinigen und die Republik auslöschen wird, um so die Galaxie zu vereinen. Du konntest Malgus' Invasion auf Ilum vereiteln und hast ein Kommandotarnschiff von der Invasionsflotte übernommen. Geh an Bord des Kommandotarnschiffes und bereite dich darauf vor, Darth Malgus selbst auf seiner Raumstation anzugreifen. Begib dich mit dem gekaperten Tarnschiff in Malgus Raumstation, um den Flashpoint zu beginnen. Dann reisen wir da einfach mal hin, würde ich sagen. Wobei Malgus kommt mir bekannt vor, war das nicht der Auftraggeber für ein paar Flashpoints? Ja. Den sollen wir jetzt vernichten? Das ist der Glatzkopfige. Mit den vollen Namen ins Gesicht. Was gut, ich kann so viel sagen, dass mir der Ort nicht bekannt vorkommt. Warte mal, wir müssen auf Chaos warten, Ruffy. Ich weiß. Hast du gefunden, Chaos, oder? Nee. Unten rechts neben der Minimap, da siehst du doch so ein blinkendes Symbol. Klick da mal drauf. Ach, da. Dann klickst du auf Einzelspieler und scrollst runter. Zum falschen Imperator. Und dann auf Reisen. Du kannst nicht zu einer Aktivität reisen, wenn Schnellreisen verboten sind? Was? Hä? Hä? Wie denn das? The fuck? Warte, hast du denn nun Abonnent? Ja, ich hab es. Hä? Da verstehe ich nicht, was da wieder falsch läuft. Zeig mal ein Bild. Gib mal Bildschirm. Ja. Wir machen einen kurzen Cut, würde ich sagen. Okay, kurzer Cut, wir sind gleich wieder da. Irgendetwas stimmt nicht. Egal, jetzt kannst du auf jeden Fall Dings wieder ausmachen. Ja, auf jeden Fall, wir sind wieder zurück. Wir haben es jetzt endlich hingekriegt. Und Memo, man kann einfach im Haupthangar, in dem man ist, einfach nicht schnell reißen. Auf welchem Server bist du denn? Wahrscheinlich bist du auf 2, oder? Da steht nur Bereich verlassen. Nee, auf die Map klicken. Und dann Raumstation 1. 1, okay. Da sind wir auch, aber wir sehen dich nicht. Moment, geh mal kurz raus. Geh mal kurz raus von der... Ach nee. Oh, verdammt. Das war sehr gut von uns. Das war ein Fehler. Egal, wir... Das kann Chaos eventuell auch mal machen. Mal da rausgehen. Nicht da. Oder? Doch, in die Richtung war schon richtig. Dann einfach mal raus. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er nicht in der Gruppe ist. Mhm. Sobald Chaos hier dann steht, lade ich ihn ein. Mhm. Sein Name taucht auf, schon mal sehr gut. Und annehmen, Chaos. Das heißt da zurücksetzen und ablehnen. Ranur versucht dich in eine Gruppe einzuladen. Aber ist er bei dir in einer aktiven
Wir sind beide in einem aktiven Flashpoint. Oder möchtest du den Flashpoint... Warte, wir geben einfach die Flashpoint auf. Einfach aufgeben, alle aufgeben und dann nochmal in der Gruppe nochmal Flashpoint betreten. Das soll ich zurücksetzen. Ja, also aufgeben. Da steht so ein X, ne, wenn du auf den Quest guckst. Das ist so unten... Jetzt such da aufgeben. Ne, Moment, habe ich die richtige. Das ist der Erbe. Ach, so, da aufgeben, hier aufgeben, aufgeben. So. So, wenn ihr wollt, können wir jetzt den anquatschen. Dann müssen wir nicht im Menü an machen. Und zack. Das ist schöner. Der Tarnjäger ist bereit für den Abflug. Ich habe immer noch keine Untertitel. Ich gehe gleich kurz in die Option rein. Schaltet den Verräter aus für die imperiale Garde und für das Imperium. Veteran. So, Story-Modus ist leicht, Veteran Mittel, Meister schwer. Also wir gehen mit Veteran, komm. So, jetzt warten wir kurz. Einstellungen. Wo war das mit dem Untertiteln? Oh, ist eine gute Frage. Benutzeroberfläche. Gespräche, Untertitel bei warum war das Ding aus? Dialogausrichtungsgewinn anzeigen, so anwenden. Okay. Dann mache ich noch die Bildschirmübertragung bei mir aus. Ja, mach das. Ich mache das Spiel auch noch mal ein bisschen lauter. Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Untertitel wieder. Die waren aus irgendeinem Grund ausgestellt. So. The fuck? Du hast eine aktive Version dieser Flashpoints mit einem anderen Schwierigkeitsgrad als der ausgewählte. Was? Setze den Flashpoint zurück oder wähle eine Mission mit demselben Schwierigkeitsgrad aus. Okay, ich hab Veteran. Wer noch? Ich hab Veteran. Ich hab auch Veteran. What the fuck? Was ist denn jetzt schon wieder aufspielen? Boah, ich teleportiere mich da rein, ey. Also. Okay. Der falsche Imperator ist hier nicht auswählbar. Was wollen die von uns gerade? So viel zum falschen Imperator, der ist so falsch, der hat uns ausgesperrt. Ach, das ist so geil hier, echt. Nochmal ablehnen, aufgeben? Ja, versuchen wir mal gucken, was passiert. Wöchentlich, Flashpoint in Veteranenmodus. Ach, das ist so ein wöchentliches Ding. Ging wir auch auf jeden Fall gut Punkte. Also ich beides mal aufgeben. Nein, nur das eine, das wöchentliche kannst du drin lassen. Okay. So. So, wir drücken alle Veteranen. Tarnjäger ist bereit für den Flug. Veteran, es ist die 2. Schiff zu Darth Malgus Raumstation fliegen. Schaltet den Verräter aus für die imperiale Garde und für das Imperium. So, die 2. So, jetzt stehe ich. Was habe ich jetzt da? Veteran, Flashpoint, der falsche Imperator habe ich jetzt. Yes, habe ich auch. Habe ich auch. Du hast eine aktive Version dieses. Entschuldigung. Ich glaube, wir müssen das wöchentliche Ding ablegen. Dann ist das wöchentliche dran schuld. Also aufgeben. So, wöchentlich raus? Wöchentlich raus, ja. Geht immer noch nicht. Hä, was heißt... Wir mussten wirklich im Menü den Story machen dann. Die einfache Version. Ja, Moment, ich habe hier irgendwelche Tutorial-Scheiße, die muss ich gerade mal wegmachen. Weil die mich gerade hier nervt. Dann müssen wir das halt storymäßig machen. Und als Veteran machen wir das dann für uns. Damit wir die besseren Items bekommen. So, aufgeben. Oh, ist das eine Scheiße, ey. Mein Sith Lord. Ja, ja. Sith Lord. Da kriegen wir jetzt Veteran. Darf Malgus Raumstation fliegen. Schaltet den Verräter auf. Guck mich wieder. Bitte warte. Veteran. Bitte warte. So.
Ja, jetzt als dürfen wir. Tatsächlich, jawohl. Das können wir aufnehmen. Was ein Bullshit, ey. Ja. So, sind wir jetzt in der Aufnahme, oder? Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit in der Aufnahme. Ich muss nur wissen, was ich dann drauf behalten soll. Also die Veteran-Modus ja, lieber, oder? Den Rerun jetzt, das ist der etwas schwierigere. Okay, dann werde ich den erst einfach mal dann rausschneiden. Mhm. Erinnert mich einfach nochmal daran. Beziehungsweise du kannst lustige Szenen als Uncut, Best of Dings, wie auch immer. Als ich zweimal gestorben bin. Oder ja, zum Beispiel. Ja. Mhm. Blub, weg war ich. Ups. Ich wollte eigentlich nicht meinen Gefährten rufen, fortschicken. Du könntest ja mal Fette rufen, Chaos, dass dir zwischenhalt. Ach ja, das ist ja noch gut. So. Also, um in den Veteranenmodus zu gehen, mussten wir einmal in den als Story-Modus das Ganze hier machen. Ich hoffe, dass es so geht. Also, wir wissen etwa, um was es so geht. Nur hat mir so gut durchkommen. Was da Serevin betrifft, tolle Arbeit. Aber das war nur die Aufwärme. Yay, alle Cutscenes doch mal sehen. Ich freue mich auf das bessere Quip. Wir haben mit dem Tarnjäger einen Testflug gemacht und einen vollen Systemtest durchgeführt. Wir können zu Malgus Station aufbrechen, sobald ihr den Befehl gebt. Es wurde auch Zeit, dass Darth Malgus auf einen überlegenen Sith trifft. Ich werde euch nicht warten lassen, mein Sith Lord. Jetzt macht euch bereit. Es wird Zeit, dass wir einen falschen Imperator niederstrecken. Yay! Muss halt mal. Es gibt viele Imperators hier im Moment. Sie sterben Ja, echt. Yay, jetzt bekommen wir auch wieder von allen Gegnern nochmal XP. Wir bekommen wieder gute Items und. Ach, ja, schon. Wir bald die Maximalstufe. Wenn die noch bei 70 steht. Müsste. So, ab jetzt müssen wir taktischer vorgehen. Okay. Oh, jetzt hab ich... Oh. Was hast du gekauft? Ganz unten überragendes Medipack. Ja, das brauchst du auch unbedingt. Was holen wir uns denn definitiv? Was habe ich denn da noch? Kühnheitsdimpack. Ich muss gucken, was für ein Charakter passt, ne? Also ja. Ich zum Beispiel brauche Ausdauer, glaube ich. Mit die Ausdauer. Ja, ich hole mir Kühnheitsdimpacks. So, und 97.000 HP habe ich, alter Schwede. 97? 97.000. Nicht schlecht. Der Chaos ist bei 95.000 und du stehst bei 99.000. Yeah! Nee, 100.000. Ja, durch den Stim. Mhm, sehr gut. So, dann geht's los. Zack. Wen habe ich von euch anvisiert? Moment, ich mache noch eine Barriere auf dich, Raffi. So. Also ich gehe jetzt immer vor, ne? Ihr bleibt hinter mir, ne? Ja, ja, klar. Deshalb habe ich auch die Barriere gemacht. Aber jetzt machen wir hier den Wirbelsturm, ne? Ich wieder links, du wieder rechts. Ja. Ich muss halt drauf achten, dass ich nicht Blitz stürme, ansonsten sind die Wirbel weg. Ja, das gilt für alle dann. So, 3, 2, 1, Wirbel. Okay. Scheiße, ich hab den falschen eingesetzt, ich Idiot. Fängt schon gut an. Ja. So, ich hab ihn gewirbelt. Oh Gott, fette, der hat so gut wie gar nichts aus.
Weil du sie wahrscheinlich gar nicht mehr ausrüstest. Obwohl die eigentlich noch ausgerüstet sein sollte. Heilung, Heilung. Ja, ja, ja. Hier, Heilungsfeld, Heilungsfeld. Oh, dieser scheiß Roboter! Ich bin down. Ich auch. Ja. Und das kann ich genau selbst machen. Komm, tötet mich. Tötet mich. Danke. Ja, die Roboter, die haben es mir versaut. Na gut, aber wir wissen ja, die Gichter spawnen nicht neu. Weiß nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, meine Fette zu rufen, wenn die so schnell abkratzt. Warte mal, Was denn? Aber wir brauchen noch einen Heiler. Einen guten. Was hat denn noch von Gefährten noch? Ich habe Andronikos Ravel und 2VR8. Nee. Was hast du noch, Chaos von anderen? Das waren noch, das ist 3, glaube ich, oder 2. Ja, also Jesse Wilson, Valerie Quinn und M. die Fette. Quinn, nimm mal Quinn. Bitte. Wohin geht es? Quinn war doch mit Feuerwaffen, oder? Nee, der ist ein Heiler, glaube ich. Der war ein... Nee, ich meine Waffe. Was hat der Quinn für eine Waffe? Ja, Feuerwaffe. Also für einen Kampf. Okay, ich hab einen Moment, hast du die eventuell auch? Die Reißer des begabten Fremdlings? Also meinst du Malerei Quinn, oder? Nee, du, ob du das im Inventar hast, weil ich hab eine Feuerwaffe dabei, ein Blastergewehr. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann... Ich wäre nur Lichtschwerter. Ich würde gern mit dir handeln, ich würde dir das gerne geben. Da, handeln. So, und du musst auf Handeln drücken. Okay. So, dann guck mal, ob du ihm das geben kannst. Stufe 66 Blastergewehr. Er hat aber nur die Pistolen, also er ist wahrscheinlich nur auf Pistolen und nicht auf Gewehre. Kann er nicht ausrüsten, alles klar. Also so viel dazu. Er hat auf jeden Fall einiges an HP, 105.000. Seid ihr bereit? Ich ja. Chaos? Ja, bereit. Dann so, wieder wirbeln hier. Wieder. 3, 2, 1, go! So, und kein Wirbelsturm, nicht vergessen. So! Ja gut, ich hab Cooldown im Wirbel. Ich auch. Wir zerstören erstmal den linken, den rechten. Warte mal, ich lenk den mal zu mir. Der linke, der greift irgendwie an, ich weiß nicht wer. Den Dingens da, den Gefährten. Der ist nicht mehr. Der ist halt ja auf mich sauer. Läuft aber einfach schon mal besser. Ja, weil wir jetzt auch nicht so gefailt haben wie gerade. So, einmal kurz geschockt. Sehr gut. In Luft geschleudert. Aua. Das ist so dumm, wenn man versehentlich die Skillleisten wechselt, weil man sich verdrückt. Dabei ist der Pfeil dafür schon so klein, ey. Wir sind dann gleich noch ein Guide lieber rausholen für die Bosse. Ein Guide? Wir wissen doch jetzt, wie die funktionieren. Also falls wir jetzt zu oft fehlen, das meinte ich eher. Achso. Wir gucken dann mal. So, Da ist der Einzelne. Du kannst doch gegen dich rüberziehen. Ja, ich suche die Fähigkeit davon, okay. Die wir drüben wissen.
Ne, das ist anscheinend nur für Gefährten. Ah, okay. Ich versuch nochmal. Moment. Stopp. Ne, ich kann ihn nicht ranziehen. Okay. Ich kann nur euch zu mir ziehen. Also, wenn ihr meine Ingenieure bei Meisterleistungen beobachtet, die Macht wie eine Kinderei aussehen lassen, denkt daran, dass alles möglich ist. So. Alleine sind ja keine Bedrohung. Nee. Zum Glück. Aber. Aber Malakwai, der heilt sehr gut, ey. Deswegen hatte ich ja gesagt, dass er mal rausholt. Apropos, aktiviert nochmal eure Kühnheitsstims. Ich hab schon. Die hab ich schon. Gut. Damit ist es auf jeden Fall offiziell fett, das ist einfach dort lassen. Die ist nur zum Putzen gut. Stopp. Ich hab den rechten wieder. Nein, brauchen wir nicht, weil es sind nur zwei Druiden. Da sind die zwei. Das heißt, wir wirbeln nur einen. Den rechten. Den linken knöpfen wir uns vor. Okay, ich wirbel den rechten. Okay. In 3, 2, 1, jetzt. Okay, durch. Scheiße, ist auf mich gerade aggro. Kein Problem, nehme ich gleich hier. Da haben wir es doch. Und nicht so am Rand, der kann schleudern, da sind ja alle. Huf, weg. Mhm. Der ist noch im Wirbel, sehr schön. Ob da noch lang genug, weil jetzt ist er weg. So. Ja. Jetzt können wir den auch kaputt machen hier. Jetzt hat der Wirbel auch aufgehört. Boah! Boah, Alter! Okay. Gesehen. Der kann der auch besser sein, weil der eher auf Fernkampf ist. Ich glaube, der andere war schon eher Nahkampf. Das weiß ich jetzt nicht. Und meine Lieblings... Schülerin Chaserve will es noch nicht anvertrauen. Ja, die muss noch ausgerüstet werden. Ja, und ich hab noch nicht die Gelegenheit. Jungs, also ich hab noch gute Rüstungen für sie. Ja, was machen wir denn? Wir machen am besten die sind keine Elite, die sind, weiß ich nicht, Bronzer, die sind Bronzer-Gegner. Also ich markiere mal eben, damit alle wissen, was ich meine. Also den und. Du bist ja hinten da. Und den wirbeln wir. Also die beiden wirbeln wir. Moment, ich mach mal kurz die andere Zielmarkierung. So, zack. So. Gut, ich nehme den mit dem Blaster. Okay, ich sehe das Schwert. Super. So, Wirbel in 3, 2, 1, jetzt. Okay. Oh, okay. Okay, das hat lang gehalten. Das ist jetzt sehr lang auf mich, glaube ich. Wenn einer nicht aggro auf mich ist, bitte Bescheid sagen, weil ich kann das nicht immer sehen. Ja, einer ist nicht aggro. Der neue imperiale Sanitäter, der hier allen zusteht. Jo, hab ihn. Vergewürgt. Oh. Ich stehe ja außerhalb, ich sehe das ein bisschen schneller. Gut. Und noch einer, der hier an der Tür steht, bei mir. So. Ach, egal. Ach, geh weg, Alter. Das ist jetzt abgelenkt. So. Chaos hat's bekommen, was es war. Ich schau's jetzt nicht an. Also die Sachen erst aufsammeln, also hier mit dem Ran-Modus erst aufsammeln, wenn alle Gegner tot sind. Ja, das kann sonst sehr ins Auge gehen. Ich sehe gerade, das sind gerade gute Handschuhe, die ich sogar benutzen könnte. Hast du angelegt? Moment. Jetzt, aber sie haben gelegt. Sehr gut.
So, die ich markiert habe, werden mit Wirbel verseucht. Verseucht. Na gut, dann nehme ich den Blaster-Typen wieder. Ja. Wirbel habe ich. So, 3, 2, 1, Wirbel. Wunderbar. Oh, jetzt kommen Raketenfuzzis. Seid aggro auf mich, ich bin euer Gegner und ich bin gleich tot. Ist nicht mehr. Und Heilboden bei dir, Ruffy. Sehr gut, danke. Ach, fuck. Wunderbar, so. Chaos hat sehr gut durchgehalten alleine. Sehr gut. Ich hätte was sagen können. Wäre ich hingegangen? Ne, ich hab andauernd geguckt nach seiner AP, die sind fast nie runtergegangen. Okay, gut. Waren wir die ganze Zeit irgendwie auf dich fixiert? Achso, ja dann. Ich konnte so viel draufdrücken, wie ich wollte, das hat den nicht gejuckt. Achso, gut, sehr gut. Das heißt, ich bin guter Tank, das freut mich mal zu hören. Und ich hab dich gut am Leben gehalten, ey. Sehr gut, hast du gut gemacht, vielen Dank. So. So, So, ich bereite wieder einen Boden vor. Zack, Heilung. Okay, wunderbar. Läuft prima, so macht's mir Spaß, so strategisch vorzugehen. Ja. Ah, nochmal. Überladung. Ja. Moment. Zwei habe ich. Ja, der Winter hat leider überlebt. Aber nicht mehr lange. Noch viel zu dem. So, mein Roboter. Den machen wir auf jeden Fall Wirbel, den großen. Also der hier, Moment, kommt gleich. Der da. Den machen wir Wirbel, aber der kommt immer wieder und der wird stören. Aber ja, ich warte jetzt mal, bis schon er der wieder. Erste Boss in seiner Nähe. Genau, also ich warte jetzt mal, bis er wieder da unten ist. Ich hab schon auf Wirbel drauf. Okay. Ja, ich schätze. Ja, jetzt kannst du machen. Wieder zusammengeflickt. So. Und der rechten Seite sind zwei. Die haben mich anvisiert gerade. Ne, den Nick Quinn haben sie anvisiert. Auf der rechten. Quinn hält noch durch. Moment. So, runtergeschubst. Sehr gut. Schubst oh. Mich nicht weg. So, jetzt ist der weg. Jetzt können wir uns gemütlich um den hier kümmern. So, ich habe auch wieder einen Boden erstellt. So, der guckt erstmal wie blöd in die Luft. Jetzt bin ich gespannt hier mit dem Boss. Jetzt noch, wenn wir von der Brücke runter sind, dann respawnt er wieder. So, jetzt warten wir, bevor wir irgendwas machen. Warten wir es mal ab, Mensch. So, ich glaube, Wirbel nutzt hier nichts. Das heißt, ich werde mich um den Großen kümmern, damit er auf mich fixiert ist. Und ihr macht schon mal den anderen platt. Die kleineren. Genau. Und ich, Mhm. Ich auf den Großen
und diesen Kultus bitte immer wieder benutzen. Also, wenn es geht. Ja, klar. Ich platziere gleich auch direkt in der Mitte bei dem Gegner so ein Heilfeld. Okay. Ach so, und stellt euch am besten jeweils links und rechts neben diesen Platten, die da hochgehen. Ja, damit wir nicht runtergeschleudert werden, klar. Genau, richtig. So, auf dein Kommando, Ruffy. Moment. Kannst du mir kurz Schild geben? Moment, und zack. Okay.